Die folgenden Szenen entstammen dem Donnerstagstream Dallas und könnten auf den einen oder anderen irritierend, verstörend oder ekelerregend wirken. Sollten in Ihrer Familie bereits Fälle von Irritation, Verstörung und Ekelerregung bekannt sein, konsultieren Sie bitte vor dem Fortfahren einen Facharzt. Bitte beachten Sie, dass nach Beginn der Wiedergabe eine Beendigung nicht mehr möglich ist. Für seelische, psychische oder physische Schäden und Verletzungen kann keine Haftung übernommen werden. Und nun gute Unterhaltung mit der nachfolgenden Sendung! Hast du so lange überlebt? Ja. Kevin, da ist doch Kevin. Ja, er wohnt auf dem Klo. Jetzt mal ganz ernsthaft. Da bin ich doch gestorben. Du tust ja so, als wäre er normal. Ja, ich. Das dauert ja alles ein bisschen bei dem. Leute, mein Selbstbewusstsein verabschiedet sich gerade. Ich muss eventuell gehen. Das ist überhaupt nicht mal ein Bewusstsein. Du hast das nicht mal mitgebracht. Oh. Nee, das ist mir jetzt zu viel Mobbing. Ja. Rage Quit. Das ist immer ein richtiges Cabrio ohne Türen. Rage Quit. Tschüss. Der schlimmste Rage-Quit aller Zeiten. Tschüss, Lava. Vor allem Rage-Quit und dann Tschüss für euch. Ja, macht's gut, Küsschen. Ja. Schlimmity. Schlimm, Bäume, er geht ja nicht vom PS, er geht einfach in Channel 1. Jetzt ist er in Trauerrunde. Ja, kann ich den umbenennen? Sag mal, Krabs, du hast doch Dings. Wir nennen den mal um in Trauerspiel. Nein, ich mach das nicht. Ich darf meine Rechte nicht ausnutzen. Aus viel Macht erfolgt viel Verantwortung. Benenn das Ding jetzt um in Trauerspiel. Nein, das kann ich nicht tun! Dann krieg ich kein Atmen mehr. Ja, das ist mir egal. Du kannst einen besseren Joke aufnehmen. Ja, Trauerspiel ist doch wohl besser Joke ever. Warte, ich hab eine Idee, wie ich ihn umbenenne. Kevin würde mir zustimmen. Das Heulsusen-Channel. Wow! Das ist der Channel einfach weg. Hat sich wohl selber in Luft aufgelöst. Ja. Also irgendwie macht dein TS komische Sachen, Dama. Ja. Wie denn da oben? Dama? Ja, ich glaube, irgendjemand hat gerade bei mir geklopft. Hallo? Aber nur einmal. Vielleicht war es auch nur an der Wand. Was? Hast du vielleicht ICQ installiert? Jetzt weiß ich nicht, ob ich zu laut war. Hallöchen. Ich war nicht zu laut, ich war gerade beim Sex. Ich komme vom Sex. Ja, so musst du die Tür aufmachen. Dann hat sich das gleich erledigt. Dann sagen die Leute immer gucken. Meistens... Ja. Datentransfer starten. Ach hey, machen Sie mal weiter. Ist hier irgendwo ein... Kran? Nö. Ja, da hinten. Verliert Signal. Wiss. Oh, ich hab schon aufgehört. Ich muss jetzt einmal erst langsam. Im Wagen verstecken mit B. Aber ich glaube, ich muss jetzt auch gleich mal los. Im Wagen vor mir fährt ein kleines Mädchen. Was ist das denn für ein Auto? Dreirad oder was? Wer denn ein junges Mädchen? Achso, heißt das. Alter, sag mal Pedoway. Ah, oje. Oh Mann. Nicht gut. So, ist jetzt Lama noch am Leben oder wird der jetzt unser Nachbarn zerstückelt? Bin da Hallo? Unsicher. Nee. Ja, er lebt noch. Das ja, ist nicht angewiesen. Keine noch. Ahnung, was ich mir da eingebildet habe. Ja, du hast wahrscheinlich, weiß ich nicht, ein bisschen Paranoia wegen dem anstrengenden Stream, das kann sein. Drama, lass die Frau frei. Oder es war der Nachbar aus dem Nebenhaus, dass ich einfach zu laut war. Drama, öffne die Schranktür und lass die Frau endlich gehen.
Echt mal. Ja, aber wirklich. Das ist nicht witzig. Wir sind hier nicht in Österreich und die Stimmung ist auch nicht im Keller, also. Oh, der. In meinem schon. Was läuft? Okay. In meinem schon? Aber ich will es ihm denn sagen. Ich muss mal kurz aus dem Fenster gucken, ob das da war. Was willst du denn da sehen? Da hat jemand geklopft. Wie sieht das jemand aus, der geklopft hat? Hat ganz wunde Hände. Wahrscheinlich steht da jetzt so ein Typ auf der Straße, der hat so eine Tür vor sich aufgestellt und klopft da die ganze Zeit dran. Was erhofft man sich denn von einem Fensterblick? Drama wohnt im 8. Stock und er guckt aus dem Fenster, weil jemand geklopft hat. Also, das ist, ja. Guckt so runter. Das ist ernsthaft. Hallo. Entschuldigung, Sie mit der Tür, haben Sie gerade geklopft? Ich hab da so ein Klopfen gehört. Ich hab da so ein Klopfen im Kopf. Ein Klopfkopf. Das höre nur ich. Das kann sonst keiner hören. Ist eine Superkraft. Du hast Klopfen hören können. Alter, mach mal deinen Keilriemen heil, Junge. Das ist doch kein Keilriemen, das ist... Das klang, als wenn hier gerade irgendwie so ein Bienenschwarm lang geflogen ist. Ist das Asthma oder Leidenschaft? Oder ziehst du Nebenluft? Dann ist... Nee, du verstehst mich nicht. Was kommt da? Komisch. Ich bin den Text leider gar nicht. Sag mal, deine Einlage passte. Komisch, die passt hier immer in diesem Stream. Du hast quasi unseren Song zu Ende gesungen damit. Wir wussten nicht, was kommt. Ich bin verwirrt, ich weiß nicht, was das war. Lama, entspann dich jetzt mal. Ja. Ja, aber mit Stress mit den Nachbarn brauche ich jetzt vor Weihnachten nicht. Ja, aber das ist doch eh passiert, was willst du jetzt machen? Es ist Weihnachten. Aber es hat niemand geklingelt, das ist komisch, weißt du? Ja, scheiß doch drauf, Platzpäckchen. Backplätzchen, falls es Stress gibt, so. Ja. Oh, fuck, man. Hanfplätzchen. Ja, und dann sagst du, darf ich einen Keks anbieten oder vielleicht ein Plätzchen? Ja. Ein schattiges Plätzchen? Ja. Alter, was bist du denn für ein Gabelstaplerfahrer? Warum steht ein Pilz im Wald? Weil die Tannen zapfen. Ja! Oh, kennt ihr das Gedicht von der Frau, die im Wald Pilze pflücken war? Ja. Naja, eigentlich geht es so. Ein Mädchen wollte Pilze pflücken und musste oft dabei sich bücken. Jetzt Stilze. Scheiß Pilze. Ja, da hat wieder keiner verstanden. Ja, aber er ist schlecht. Der ist einfach. Also, da kann ich, um es noch zu unterbieten, einfach nur sagen: Niveau ist keine Hautcreme. Ich habe so das Gefühl, dieser Björn hat irgendwie. Meldungen eingestellt, wenn Firefox was schreibt, damit er schnell liken kann. Ist ein Bot. Ja, Björn Bot. Ist ein Bot. Er ist ja beruflich auch, wie gesagt, Bot-Programmer. Oh, hab ich das verraten? Ja. Wie komme ich zum jetzt? Programmiert ihr Bots? Weißt du, ja. Bist du mal ein Bot programmieren, die mich abonnieren und liken und angucken? Das hat der Domme letztens auch schon gemacht, sowas kann niemand programmieren. Ach so, das schade. Ist ja mal eine schöne Treppe gebaut, ne? Aber die funktioniert nicht. Ja. Richtig toll, ja, hoch. Kannst du einfach außen gehen, da geht's wahrscheinlich auch irgendwo. Ja, es wäre halt cooler gewesen, Ruhe. Nerv mich nicht. Was guckt ihr bei meinem Stream zu? Genau, seid alle leise, ich will in Ruhe zocken. Lass mich mit meiner Drohne spielen. Ja, mein Quadrocopter. Ewald spielt wegen Zodiac für uns. Wir wollen raus, wer es ist. So. Verschwörungstheorie zum Abwinken. Ja. Ich glaube, guck mal, da kannst du doch hoch. Lama, du hast überlebt, oder? Was? Und dir geht's gut und da ist jetzt kein Mörder, der an Sachen klopft bei dir in der Nähe. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich gehört habe. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet, aber das klang schon, als hätte irgendjemand hier geklopft. Ja. Es ist gar nicht Drama, der da spricht. Aber es war auch kein Licht im Treppenhaus. Insofern weiß ich nicht, was. Vielleicht schwögelt ja gerade der Nachbar seine Nachbarin und das ist halt ein Schnellschusstyp, der so einmal. Und dann klopft es am Ende. Ja, ihr seid so an die Wand dran, weißt du? Ja, bei einigen geht das besser, ne? Ich hab eine Idee, wie das rausfindet, das Lama. Bohr einfach ein Loch in alle Wände, also in jede Wand, und dann denkt er, das ist ein Glory Hole. Wenn das wirklich so einer war, dann wird da heute Nacht was durchkommen. So ein Bohrer hat Drama doch gar nicht. Ach, willst du mich verarschen? Achso, nee. Ja, kannst du bitte nicht immer unsere Gespräche stören. Hallo? Ja, also bitte, ja. Bitte. So. Da kannst du doch hoch. Bitte, da links, bitte, da rechts, bitte. Da hoch.
Denke, Björn hat unser Standpunkt da links gemacht. Ah, das ist. Der geht auch immer dran vorbei, ne? Hue. Und jetzt fliegt er da mit seiner Drohne hoch. Sag mal, du sollst da hochlaufen. Da links, da rechts. Da siehst du es doch. Eine fallen lassen. Guck mal, das ist ein Psy-Kater im Chat. Wir müssen die noch schnell heilen. Kater? Oh, echt? Oh, hallo. Da guckt tatsächlich jemand zu. Nicht nur Psy-Kater. Aus Mitleid. Psy-Kater, das Wort hallo. Ist Psy-Kater. Ja, den kann ich auch sehen. Hab ich einmal gesehen. Ach ja, Psy-Kater, das macht ja natürlich auch mehr Sinn. Ne? Ja, tatsächlich. Ich finde es auch schön, dass er uns gleich gemutet hat. Dass ich das nicht zumuten würde. Oh Mann. Ganz schön mutig. Sorry für meinen Ihr Björn seid jetzt. Nur neidisch, dass ihr nicht drauf gekommen seid. Nein. Ja. Sag deine Frau auch mal zu uns. Da ist doch bestimmt dann wieder irgendwas, was man runterlassen kann. Hey, deine Mutter arbeitet auf dem Fischkutter als Gestank, also. Alter. Du bist das. Ja, komm, mach das Battle. Du bist dann Jörg. Jörg! Was denn? Jörg der kann rotiert, nicht auf der Witz. Der was? Witz rotiert. Du bist mit einem deiner Mutterwitz dran. Da kommst du doch nicht hoch. Nein, ich will nicht. Jetzt muss er gleich wieder seine Drohne fragen, wie es weitergeht. Oh, passiert schon. Mit Ansage und Delay, das war beachtenswert. Ja. Man nennt mich auch Jan, ne? Ja, das hab ich gerade schon gebracht. Ich auch. Aha, hast du schon gebracht. Okay. Ja, ich bin jetzt schon verpönt. Da musst du doch hoch. Siehst du das nicht? Da. Nee, wo denn? Oh, Alter. Nein, weiter links. Nein, andere links. Wo fliegst du denn hin? Was? Ich sehe hier gar nichts. Von dir aus gesehen, aus Sicht der Drohne, dann unten. Ja. Ganz einfach. Eigentlich super, super einfach. Wie Krebs das hinkriegt, dass es sich wirklich vernünftig anhört, aber totaler Bullshit ist. Das macht mein Beruf, aber der ist geheim. Ja. Wir arbeiten ja in derselben Abteilung. Ja, wir kennen uns ja auch schon eine Ewigkeit. Mit genau. Björn und ich. Also ich nenne ihn ja auch immer nur Björni. Und er nennt mich ja immer nur Mr. Sex. Aus Slaven. Gründen. Genau, Slave and Master. Also das gibt es nicht nur in der IT. Ja. Niveau ich bin sind. Vorne ran gestöpselt, ne? Soll ich auch nur mal sagen. Ja, ja, klar. So. Das ist unser Fachgebiet. Weißt du was? Ich muss das jetzt einfach explodieren. Und Butz! Hast du das immer noch nicht gemerkt, wo du da hoch musst? Uhr. Hallo da links. Alter, wenn dieser Delay nicht wäre, ne? Dann würde ich ja sofort schon. Dann würde ich auch reparieren. Aber richtig. So. Ja, gutes Stichwort. Ich muss jetzt echt mal los, glaube ich, sonst wird's ja fucking spät. Ja. Leider ja. Tut mir leid, Jörg. War ein schöner Abend mit dir. Psy-Kater hat gezwinkert, das ist schön. Okay. Okay. Jetzt müsstet ihr mehr Saft haben. Ja. So ist das nicht. Dallas Donnerstag, ich bin nächstes Mal dabei. JJ, ich verabschiede mich auch. Viel Spaß. Ja, schön, dass ihr da wart. Tschüss. Und bis dann. Bis dahin. Ja, tschüss an alle, ne? Macht's gut, haut rein. Tschüss. Jetzt hat es endlich gefunden. Tschüss. Tschüss. Alter Profi. Ah, jetzt. Oh, ja, jetzt sehe ich auch. Geil. So, tschüss. Okay, ihr seid drin. Es wird ein bisschen dauern, bis, ne? Die Proxys zu umgehen. Damals, tschüss. Wir melden uns dann. Oh mein Gott. Geht noch gut nach. Die gehen alle. Ja, ja, keine Ahnung. Wie das gehen kann. Ja, klar. Nachkuss. Oh Gott, ich hätte nicht fragen dürfen. Ich hab direkt zwei bekommen. So. All right, was gut. Marcus, bis dann. Tschüss. GPS lokalisiert. Wir haben ihn. Pass auf, er ist auf Alcatraz. Jetzt muss ich ja tatsächlich was sagen an den Alleinunterhalter spielen. Das ist schlecht. Ja, das stimmt. Da muss ich das nämlich nicht machen. Bick ihn rein. Bitte? Also, ja, sehr gerne, aber aber? Jetzt? Glaubst du nicht, dass das etwas unpassend ist? Nee. Passt schon. Du müsstest aber die Kamera neu ausrichten, weißt du? Ja, alles klar. Ich verstehe. Ach, scheiße. Willkommen bei einer neuen Runde mit Herrn JJ auf Chaturpate. Ja, schön.
Pro-Spende. JJ. Die Webcam um einen Grad nach unten. Ja, fragt sich nur, was für eine Spende, ne? Und JJ nimmt auch Samenspenden an. Ja. Hey, ich nehme alles. Oh. So, guck mal. Das hat sich doch mal richtig gelohnt jetzt hier. Trifft den Zodiac auf Alcatraz. Ich hab keine Ahnung. Ich kenne das Spiel nicht. Wie soll ich denn da hinkommen? Mit dem Boot. GPS-Fehler. Du willst mir doch grob die Richtung. Da ist ein einigermaßen. Alter, wie Delay ist denn da jetzt? Ich schmeiß dich nochmal neu laden. Moment. Ja, ich warte. Ich warte hier. Warte einfach mal genau. So, jetzt. Bist du jetzt live? Du bist. Ich. Hallo? 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 Hörst du mich? Habe ich dich unterbrochen? Jetzt sehe ich das auch mit Alcatraz. Nee, es ist tatsächlich ein bisschen sehr viel Verzögerung. Das ist krass. Ruckelt denn der Stream? Nein, der Stream läuft ganz gut. Das finde ich schön. Da kann man ja mal auch lobend auf YouTube zeigen, ne? Ich denke ja. Also es ist auf alle Fälle auch besser als das Twitch von der Qualität her, meiner Meinung nach. Hm. Oh, das, weil... So. Und, oh komm, du musst noch mindestens hier an die Straßenbahn ranfahren. Das kann doch nicht ohne gehen. Man kann die umkippen, die Straßenbahn. Meter weiter weg, aber ja. Vergiss nicht, auch Bäume müssen gerammt werden. So zeigt man ihnen die Liebe. Die Liebe. So, hier ist doch bestimmt irgendwo ein Boot. Ja, da ist ein Boot, gerade aufgeploppt. Und hier ist ein Wal. Ich sehe keinen Wal, aber ich sehe da gerade so ein oranges, blinkendes Symbol. Das ist gut, da müssen wir hin. Das ist Boot oder das ist Alcatraz? Das ist Alcatraz. Hm. Oh, direkt Digi. So. Hier noch nebenbei. Ist das ein Film, Flucht von Alcatraz? Ja. War der nicht mit diesem Typen, der weiße Haare hat? Sean Connery? Genau, Sean Connery. Mhm. Und The Rock. Und The Rock, genau. Nee, also der Film hieß so. Ja, aber gab es nicht auch Flucht von Alcatraz? Also, ich glaube, das war der Untertitel, oder? Nee. Wow, oh fuck. Das ist über Assassin's Creed hier. The Rock, Face der Entscheidung oder so hieß der Scheiß. Ah ja, stimmt, richtig, so rum. Ja, dann gibt's bestimmt auch Flucht von Alcatraz. Jetzt badest du gerade bei mir, jetzt bist du wieder die Leiter hochgeklettert. Mhm. Und jetzt sehe ich ein Boot, ein Kutter. Ein Kutter. Alles im Butter auf dem Kutter. Alles im Lot auf dem Boot, guck mal her. So, jetzt geht's ab hier. Jan. Wieso sagt er nichts? Ich weiß nicht, ich glaube, weil er gemutet ist. Das erscheint mir logisch. Nein, nimm den Kutter. Was? Ja, der Kutter ist bestimmt viel schneller als dieses Schnellboot. Ja. Was ist jetzt denn passiert? Hallo? Ja. Jemand hat mein Boot kaputt gemacht. Nein. Das war bestimmt du. Warum sind denn hier Leute auf Alcatraz? Achso, Alcatraz ist gar nicht mehr in Verwendung, oder? Nein, ist mittlerweile geschlossen und ist jetzt eine Museumsinsel. Das erklärt einiges. Mhm. Gut, dass wir einen Fremdenführer dabei haben. Ja. Bin nur sehr klug und weiß viele Dinge. Und ich bin auch sehr bescheiden. Tja. Schön. Mhm. So, hier, guck mal, da müssen wir runter. Es gibt dumme Ideen. So. Ach, dein Ernst? Achso. Du betrittst sein Sperrgebiet. Sperr mal die Ohren auf. Verstehst du? Sperr mal. Mhm. Sperr mal, ja. Das passt ganz gut zu unserem neuen Livestream-Motto. Oh, warte, ich muss eben lang Y drücken. Welches ist es denn? Das will ich. Ja. Oh, Fremdzugriff entdeckt. Hacken. Ach du Scheiße. Du bist ganz, ganz weit vor dem Bild. Was willst du?
Und Spuk, und oh Gott, bin ich müde. No. Zum letzten Mal. Du hast mich gefunden, Seelenverwandter. Du vor allen anderen Bullen und Sterblichen konntest mir helfen, meine Arbeit zu beenden. Meine Maschinerie endet, wie sie begann. Fehler, Gesichtserkennung fehlgeschlagen. Fehler, Einkommen, Fehler. Okay. Alter. Walter? Fliehen. Fuck, das glaube ich jetzt nicht. Wir finden nicht raus, wer der Typ ist. Wir haben ihn gestoppt. Das ist doch auch was. Sie hat recht. Jetzt guckst du in der Webcam gerade ganz verwirrt. Gute Arbeit. Damit das klar ist, der ist nicht mein Seelenverwandter. Ihr habt seine Kryptogramme gelöst. Schon okay, Mann. Lass gut sein. Boot. Ja. Boot. Du musst was sagen. Weißt du, du musst hier was erklären, erzählen und ach so. Ach so, ja, das, ja, nee, sie war so gerade die, ach so. Ah. Mhm. Das Teamspeak, mach jetzt ein, ne? Tutorial mit dir. So, wir müssen jetzt eine Ansage üben. Hallo und herzlich willkommen. Nein. Okay. Was ich sagen wollte ist, jetzt weiß ich auch, warum ihr nie was gehört habt. Ich habe ja meinen Sound gar nicht an Teamspeak getragen. Doch. Aber nicht den Ingame-Sound. Nicht den Spiele-Sound. Nicht den Spiele-Sound, das stimmt. Genau. Der sollte jetzt mittlerweile angekommen sein. Nein, 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 ja, nein! Jetzt höre ich ihn, aber jetzt höre ich auch, dass du ins Wasser springst. Bei mir stehst du aber gerade am Land. Genau. Das ist wahrscheinlich sehr verwirrend, oder? Das ist sehr verwirrend. Ja, okay. Ja. Boah. Das ist doch mal hübsch hier. Das sind ja mindestens 20 Sekunden Verzögerung, mindestens. Aber da haben wir ja gut was geschafft. Ja, 30. Ich glaube, selbst auf Chitopate ist die Verzögerung nicht so lang. Tja, da kommst du halt schneller zum... Das ist auch egal. Ja, da muss es auch schneller kommen. Ne? So, hier ist ein Anleger. Das ist unser Anleger. Ey! Hup. Musst du eigentlich nochmal ran oder hast du Urlaub? Oder sowas in der Art? Als Student, der nichts mehr belegen muss, habe ich quasi permanent... Dauerurlaub. Nein, du musst ja was machen, ne? Also, ach so, ja, hier. Weißt du, ich müsste meine Masterarbeit machen. Weißt du, aber mit 10 Scheinen zu 0 ist das nicht sehr spaßig. Nee, das stimmt. Aber nachdem ich ja ein kluger Mensch bin, werde ich mir zu Weihnachten jetzt ein ultra cooles Programm kaufen von Nuance, irgendwie Dragon, irgendwas war das. Für Dragon Speech. Ja, genau, so in etwa. Mhm. Und dann werde ich das nämlich diktieren. Das geht aber auch mit Bordmitteln von Windows, wollte ich nur mal sagen. Ich habe ja kein Windows. Mac. Ich schreibe nur auf Mac. Ach, du ahnst es nicht. Windows ist nur fürs Zocken und Let's Plays machen. Alles klar. Für alles, wo ich Stabilität brauche, nehme ich den Mac. Aha. Ja, gut. So. Wir kippen jetzt mal hier die Straßenbahn. Cortana ist doch nicht wirklich so gut, oder? Och. Also ich sag mal, die Funktionalität gibt's ja schon seit Windows mindestens 7. So. Weg damit, hier! Yeah! Ich hatte das halt auch mal mit dem Mac, mit dem normalen Spracherkennungszeug probiert. Hm. Die hat Sätze gemacht, das stimmt schon, aber das war halt selten das, was ich gesagt habe. Die Sätze haben durchaus auch Sinn gemacht, aber wie gesagt, sie waren halt... Es waren andere Sätze. Weil wissenschaftliches Schreiben und alles ist ja, halt... Ja, gut. Ich glaube, dafür sind die einfach nicht ausgelegt. Nee, das stimmt. Also ein Kollege von mir, der hat das auch mit so einer Sprach... Also hat viele Berichte mit so Sprachsoftware geschrieben und war da auch ziemlich zufrieden mit. Ja, ich denke auch. Also bei mir muss das jetzt auch so laufen, weil...
krieg die Krise, wenn ich da nicht vorankomme. Mhm. Ja, irgendwann will man es auch mal zu Ende haben, ne? Ja, eben. Und das hätte ich schon gerne vorzugsweise bis Mitte März erledigt. Ja. So, okay, lass mich raten. Jetzt klaust du bei mir gerade ein Motorrad. Das heißt, ich habe die, habe ich die Straßenbahn schon umgeschippt? Ja. Sehr gut. Fisherman's Wharf. Was ist das eigentlich für so ein komischer Modus, wo du dann so bläulich wirst? Das ist Hacknet oder so. Hacknet ist das. Oder NetHack. Und dann wirst du unsichtbar. Nee, dann das ist quasi so wie die Adlervision bei wie heißt es? Bei Assassin's Creed. Okay, nie gespielt. Okay. Nein, aber ich weiß schon, was du damit meinst. Das erinnert mich an Deus Ex Mankind Divided mit diesem Superblick, wo du überall durchgucken kannst. Ja, sowas in der Art. Ich habe eine richtige Form mit angebrachter Hardware entdeckt. Es hat gerade geklingelt und am anderen Ende war eine Tonbandnachricht. Es wurden Namen genannt. Stanley L. Ich bin echt verwirrt. Wenn es die Nachbarin war, die ans Fenster geklopft hat, nee, dann hätte ich das gehört. Ich kenne es, Leak. Verdammt. Das ist gefährlich. Wir müssen das schnell beenden. Hat jemand eine Idee? Kassieren wir die Hardware ein? Nein, lass sie fürs Erste. Ich kann die Gegenseite des Anrufs. Gott, hoffentlich störe ich die Nachbarn nicht. Angriff aufspüren, aber je mehr Deckung wir haben, desto besser. Da ist das Loch. Ja, mal sehen, ob ich noch mehr gehackte Telefone finde. Steck es rein, steck es rein, steck es rein. Hab ich. Tiefe. Oha, hier ist ein. Alter. Hier ist ein Gartenzwerg. Ne? X. Der ist zu klein für das Loch. Forschungspunkt erhalten. Super. Und da drüben ist noch ein Forschungspunkt, den holen wir uns doch auch nochmal. Für sowas sind ja Streams auch echt super, für diese Sammelaufgaben. Hm? Wieso? Naja, also... Ja, geh ich. Ja, weiß nicht, einfach, das, so kann man halt, Sachen machen, die man dann hinterher entsprechend irgendwie so zurück, zurechtschneidet, und trotzdem das stimmt, haben genau. Leute die Möglichkeit, alles zu sehen. Dadurch ja nicht an. Ja. So, wo ist es? Echt. Da. Ist drin? Oh ne, mach keinen Scheiß. Ich bin... Du bist... Und... Ein kleines Kletteräffchen. Oh. Yeah. Hoppa. Hast du das gehört? Ihr Deppen. Krass. Menschen sind Arschlöcher. So, abgelenkt. Und jetzt müssen wir wohin? So, das hier müssen wir mitnehmen. Und das können wir mitnehmen. Können wir noch was mitnehmen? Nö. Ha. Sehr gut. Ach, ich bin stolz. So. Und mit diesem erfolgreichen Schluss würde ich ja beinahe sagen, das war dann der heutige, der allererste Dallas Donnerstag. Boah. Ja. Lieber JJ, wird es denn einen nächsten Dallas Donnerstag geben? Ja, natürlich. In der nächsten Woche, am 29. Nein. Lass mich kurz denken. Was willst du da denn spielen? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich warte ja persönlich auch noch auf Sachen, die da dann noch so kommen, weißt du? So.
Sachen in Richtung Minecraft und sowas. Ich habe da Gerüchte gehört. Gerüchte? Na gut. Immer Minecraft, ja. Da wollen interessante Menschen zusammen mit anderen interessanten, lustigen Menschen Minecraft spielen. Ja, das finde ich doch mal interessant. Ja, ne, das könnte ein Hype werden. Nein, absoluter. okay, ja, super. Ich danke dir, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Und ja, gerne. Ja, würde jetzt einfach erstmal sagen, danke fürs Zusehen. Macht's gut und bis denn, euer Herr JJ. Ciao. Oh Gott.